Guten Morgen. Kleiner aktueller Impuls. Ich mache den auf Hochdeutsch, weil ich noch nicht genau weiß, wo ich den überall teilen möchte. Ich bin jetzt in mein Studio gefahren, Big Move, wo ich ja unter anderem auch Yoga unterrichte und habe, ich weiß, ich habe heute mindestens eine Person, die das erste Mal bei mir ist. Da habe ich so überlegt, was möchte ich Personen sagen, die das erste Mal kommen? Weil die Lektion nennt sich Yoga Pilates und das hat seinen Grund. Für mich bedeutet Yoga nicht das, was ich tue. Yoga ist nicht das, wie ich mich bewege, was ich mache, wie weit ich in den Spagat komme, wie beweglich das ich bin, wie kräftig, wie balancefähig, wie stabil. Sondern beim Yoga geht es bei mir darum, wie geht es mir, was tut die Bewegung mit mir, was denke ich dabei oder welche Gedanken entstehen. Es kann zum Beispiel sein, dass ich in der Bewegung denke, das tut weh, ich bekomme Angst, ich werde unsicher. Es kann auch sein, dass ich ein bisschen wütend werde, weil ich eigentlich gerne viel beweglicher sein möchte. Und das ist für mich der Yoga. Alle diese Emotionen wahrzunehmen und dich dann mit denen auseinanderzusetzen. Die Übung selber, die Bewegung selber, das ist nur ein Werkzeug dazu. Und im Yoga Pilates sind dann die Werkzeuge halt unsere, oder ja, ein bisschen alles, aber halt schon vorwiegend auch jetzt die Pilates-Übungen, die ja dann die Körpermitte vor allem ansprechen. Der Vorteil dabei ist, die sind meistens ein bisschen einfacher auszuführen als wirklich die klassischen Yoga-Positionen. Und da hatte ich so diesen Impuls, weißt du, dieses Fühlen, weil ein Kind macht sich diese Gedanken nicht. Ein Kind überlegt sich nicht, ob es richtig steht, ob es jetzt die Bewegung korrekt ausführt, was die anderen wohl denken, mache ich das richtig? Und wir sind alle ja auch Kinder. Wir sind ja Kinder, das steckt ja in uns drin. Nur wurde das uns halt aberzogen. Ein Kind überlegt sich nicht, darf ich das sagen, soll ich das sagen, wie darf ich schauen, wie soll ich mich verhalten, sondern das, was gerade so durch den Kopf geht, es fühlt und es kommuniziert. Und dann wird ihm gelehrt, das tut man nicht, das sagt man nicht, so schaut man nicht, so verhält man sich nicht. Und irgendwann entscheiden wir uns dann vielleicht dafür, weißt du was, dann wäre es ja einfacher, ich fühle nicht. Weil wenn ich die ganze Zeit mir überlegen muss, mich kontrollieren muss, mich zurückhalten muss, dann ist es doch am einfachsten, wenn ich gar nicht fühle. Und für mich ist Yoga eine Möglichkeit, dich wieder ins Fühlen zu bringen, dir dein Fühlen wieder zugänglich zu machen und auch die Wichtigkeit und die Natürlichkeit und was da alles zusammenhängt. Im Yoga geht es, weiß Gott, nicht darum, dass wir unsere Zehen berühren können. Und da gibt es ja auch diesen Spruch, oder? Aber es geht darum, was erfahre ich auf dem Weg runter zu meinen Zehen oder hoch in die Brücke, oder? All das, was wir da lernen dürfen, das ist Yoga. Und darauf freue ich mich jetzt gerade sehr. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja auch mal in einer Yoga-Lektion. Das wäre wunderschön. Big Move in Bachenbülach. Und ansonsten immer wieder hier. Bis dann. Ciao.